Hallo, meine lieben tarotistischen Freunde. Hier sind mal wieder Kirsten und Franz. Der Franz, der ist noch ein bisschen müde heute, deswegen möchte er heute nicht so viel sagen. Das wird er genau 5 Minuten durchhalten, dann wird er mir doch wieder was erzählen. Aber es geht auch gar nicht so sehr darum, dass wir heute viel Wissen austauschen. Wir möchten euch gerne ein Deck vorstellen, das wir netterweise von der Fragebuchhandlung geschenkt bekommen haben, nämlich das Neo-Tarot. Es ist noch total nicht ausgepackt und wir werden heute daher ein Unboxing machen. Und lieber Franz, erzähl uns doch mal, wie du diese Verpackung findest. Das können wir ja gut aufnehmen. Ich sage, bevor du das sagst, möchte ich noch sagen, dass wir mit diesem Deck, dem Neo-Tarot, die kommende Jahresvorschau gestalten werden, die ich jährlich zusammen mit Roy für das KGS, für das Körper-Geist-Seele-Magazin schreibe. Und damit werden wir da mit den Tarotkarten arbeiten. Deswegen bin ich besonders gespannt, wie sie aussehen. Ich habe sie nämlich noch nicht gesehen. Ich muss vielleicht auch noch erwähnen, von wem die Karten sind. Steht das eigentlich auf der Packung? Die Karten sind von einer Amerikanerin namens Jericho Mandibur. Ich Doch, werde, steht auf dem. steht drauf, Aber sieht man nicht auf der Aufnahme. sieht man nicht auf der Aufnahme. Also Jericho Mandibur ist eine, sie nennt sich Spiritual Life Coach. Sie scheint eine Bestseller-Autorin zu sein, die neben dem Neo-Tarot noch ein Daily Oracle gemacht hat und sich auch ansonsten mit Astrologie, Tarot und sonstigen spirituellen Disziplinen beschäftigt. Sie ist, wie gesagt, in Amerika wohl eine Bestseller-Autorin. Ich persönlich habe noch nicht von ihr gehört und bin daher umso gespannter, wie diese Karten aussehen werden. Und das reicht, glaube ich, mit der Vorrede. Vielleicht fangen wir jetzt einfach mal an, auszupacken. Und das Licht ist gerade wieder ganz schlecht. Ich werde jetzt nochmal versuchen, etwas am Licht zu ändern, während Franz hier mal übernimmt. Und die Lampe müsste, glaube ich, ausmachen, die ich gerade angemacht habe. So, hast du schon mal das Zellophan weggenommen? Ja, so ist das viel besser. Genau, das ist wirklich total verpackt. Kriegen wir das denn auf irgendwie? Ja, es öffnet sich langsam. Es ist ein ziemlich dicker Karton. Ne? Dieses, wow, ja, das sieht man schon, wie dick das ist. Und ich bin ja gespannt, wenn ich mir das vorne mal angucke, darf ich es einmal, man kann es ja so ganz gut sehen, aber ich würde es gerne einmal in die Hand nehmen zum Fühlen. Ja? Wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, auch eigentlich schön aufgemacht, blau, pink, ist ein bisschen orientalisch, japanisch, mutet es nicht an. Aber zeig du noch mal, was denkst du darüber, wie fühlt sich das an für dich? Eine ganz normale Verpackung. Eine ganz normale Verpackung. Zum Beispiel von Etty. Aha, ah ja, okay, alles klar. Und du hast es jetzt auch schon aufgeschlagen. Leg es doch bitte einmal noch mal richtig rein in die Kamera, dass man dann das Aufschlagen auch besser sieht. Und ja, schlag doch einfach mal auf. Da haben wir ein ziemlich dickes Buch, wie es aussieht, ne, auf der einen Seite. Das ist aber wirklich sehr umfangreich, muss ich sagen. Ist es auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. Auf Englisch, okay. Und nochmal reinhalten vielleicht bitte, dass die Leute das sehen können. Sieht schön aufgemacht aus, ne? Es ist ein sehr festes Papier, gute Qualität finde ich. Also das spricht mich schon mal ziemlich an von der Aufmachung her. Die interessanten Symbolen darauf. Und auf der anderen Seite sehen wir die Tarotkarten. Wir jonglieren hier gerade immer noch so ein bisschen mit oben und unten. Ich fände es ganz schön, wenn du so versuchst, die Karten so einzulegen, dass man es das wirklich richtig in der Mitte sieht. Noch ein bisschen mehr. Genau, und jetzt schauen wir uns mal an, was da zu sehen ist. Der Rücken, was sagst du über den Rücken der Karten? Ich habe ihn noch nicht. Das ist der Rücken. Dann, ach ja, das ist nochmal die Packung. Okay, ich dachte, das sei schon der Rücken der Karten. Was steht da unten drin?
free self. Das scheint mir griechisch zu sein. Self. Das hier. Know thyself. Ah, das ist das Griechische hier. Übersetzung know thyself. Das heißt, erkenne dich selbst. Und das stand am delphischen Orakel und war ein Hinweis darauf, wenn Menschen sich einen Orakelspruch in Delphi abholen sollten, wollten, dass sie darüber Selbsterkenntnis erlernen würden. Also auch das gefällt mir schon mal ziemlich gut, muss ich sagen, so wie das aussieht. Ich würde jetzt erstmal von der Aufmachung her sagen, das ist ein Deck für junge Menschen, die sich dem New Age Geist verschrieben haben, für die hippe, urbane Frau. Wenn ich mir die Jericho ansehe, dann würde ich auch sagen, sie ist eher so mundane, wie sagt man, Sex in the City Person, obwohl das ja auch schon wieder wahrscheinlich old fashioned ist. Ganz interessant. Jetzt würde ich mir gerne die Karten ansehen. Und was sagst du zur Rückseite, Franz? Ja, du musst das schon erst in der Kamera machen. Nicht elastisch. Ah ja, also was das Buch an Schönheit hatte, das machen die Karten anscheinend, können sie dem nicht standhalten. In der Tat, sie sind nicht besonders elastisch. Fühlen sich nach Pappe an. Und fühlen sich, ja, das Gefühl gefällt mir auch nicht so von den Karten, muss ich sagen. Ich habe nicht gesagt, dass mir das Gefühl nicht gefällt. Okay, aber mir gefällt es nicht. Gefällt es dir gut? Nein. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht Du hast vollkommen recht. Und hier sehen wir jetzt aber auch die Rückseite. Ne? Die Rückseite hingegen als Motiv gefällt mir gut. Ist das gut oder schlecht fürs Kartenlegen, so eine Rückseite? Gut. Warum? Weil man nicht sieht, welche die richtige ist. Welches die richtige Richtung ist, ne? Ganz genau. Und vielleicht zeigst du jetzt einfach mal ein paar Motive, damit wir einen Eindruck gewinnen können, wie die Karten aussehen. Ich nehme dafür mal den Kasten weg. Ne? Nimmst du die Karten einfach mal in die Hand? Wir üben noch mit der neuen Art und Weise, wie wir ein Unboxing machen. Genau, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was das für eine Karte ist. Sie, glaube ich, andersrum halten. Das ist der Bube der Schwerter, würde ich sagen. Der passt ja zu dir. Der Page der Schwerter. Ja, Page, Englisch, wird auf Bube, wird als Bube übersetzt im Deutschen. Und ja, jetzt wäre es ganz schön, wenn die Kamera etwas tiefer ist, damit man es etwas besser sehen kann, das Bild. Ja, immer noch rückläufigen Merkur, da sind diese ganzen Sachen alle etwas anstrengender als sonst. Ja, also man erkennt deutlich den Buben der Schwerter nach der der Variante aus dem Waite-Smith-Tarot. Wie gefällt dir das Bild? Sehr formig gemacht und nicht gerade. Es ist sehr eckig. Es hat sowas viel von Symmetrie und so, ne? Und das gefällt mir nicht. Ja, ich finde auch, dass es ist stylisch und wahrscheinlich auch sehr, sehr einfach dargestellt. Aber es ist jetzt nichts, wo ich denke, wow, da kann ich jetzt total toll reingehen und Bilder in mir entwickeln. Aber es ist ja nur ein Bild von vielen. Dreh doch mal weiter um. Wie viele Karten gibt es im Tarot? 72. 78, aber nicht schlecht. Und auch hier haben wir wieder eine Hofkarte, den König der Kelche. Was mir jetzt auffällt, was ich ganz schön finde, ist, dass die so ein bisschen so zusammenwachsen hier unten. Es hat so was von einer Treppenstufe. Ja, also sie sind ganz, ganz hübsch, weil sie sehr neutral sind. Aber ich muss, glaube ich, da noch ein bisschen mehr Gefühl für entwickeln. Wir haben jetzt da irgendwie ganz viele Kelchkarten. Ich würde gerne mal ein bisschen, ganz gerne noch ein paar andere zeigen. Gerne mal so ein bisschen gucken, ob ich welche finde, wo ich sage, yay. Das ist, was ist denn das? Der Ritter der Kelche, ne? Okay. Ich bin hier gerade mal bei den großen Arkana. Ja, die kannst du gerne zeigen. Also die großen Arkana, das ist so ein bisschen wie beim Modern Witch Tarot.
Hast du die schon gemischt gehabt, sag mal? Nein. Weil die sind alle gar nicht in der richtigen Reihenfolge, Ich das habe die finde ich. nicht gemischt. Nee, finde ich schon mal interessant. Also, dieses Deck wird nicht in der richtigen Reihenfolge so wirklich gemacht. Was mir auffällt hier, genau, wir haben jetzt hier den Tod zum Beispiel. Es sind auch wie bei Modern Witch Tarot meistens Frauen, wobei hier der Magier als Mann dargestellt wird. Keine Zahlen auf den Karten, auch ganz interessant. Die Hohepriesterin hier, die gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Ich weiß nicht, wie dir die gefällt. Ja. Die ist gar nicht schlecht, ne? Oder den Herrscher, den finde ich ganz witzig, weil der endlich mal einen Widder drauf hat und wir ja sonst zu so selten den Ich Widder sehe sehen. Zahlen auf den Karten. Das Also ist der jetzt für Stäbe. die, genau, die 7 der Stäbe ist das. Also auf den kleinen Arkana sind Zahlen, auf den großen Arkana nicht. Das hier finde ich eine ganz schöne Darstellung des Wagens, muss ich sagen. Ja, wo es halt um Meditation geht, um den Fokus zu halten und Widerstände zusammenzuhalten. Man erkennt wirklich deutlich den Einfluss. Vielleicht legst du nochmal die anderen großen Arkana hin nach und nach, dass man das besser erkennen kann, während ich mir noch die kleinen Arkane angucke. Eine haben wir schon gesehen, die 7 der Stäbe, aber es gibt auch noch andere, die ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass das vielleicht Karten sind, mit denen man ein bisschen leichter arbeiten kann. Ich habe hier zum Beispiel die 5 der Münzen und da sehe ich zwei Menschen, die halt nicht genau wissen, was sie anfangen sollen mit sich und die nicht irgendwie ausgestoßen sind oder sonst etwas. Das hat eine bisschen leichtere Qualität. Das machst du sehr schön, während du daneben her diese anderen Karten noch zeigst, damit man einen guten Eindruck bekommt. Aber es gibt dann auch wirklich so ganz traditionelle Darstellungen, wie die 3 der Schwerter. Gut, da ist ja ein bisschen was abgeändert, aber man erkennt deutlich, wo sie herkommen. Die großen Arkana finde ich ganz praktisch, weil sie kleine Motive aus den Karten Rider-Waite-Smith aufgreifen und da nochmal einen neuen Akzent setzen. Ja, aber ansonsten 8 der Schwerter zum Beispiel, also man erkennt immer die Grundidee, aber es wird halt sehr stilisiert. Das hat den Vorteil, wie gesagt, dass man bei schwierigen Karten, meinetwegen auch sowas wie die 10 der Schwerter, ich lege sie nochmal hierher, da kann man sie besser sehen, bei den 10 der Schwerter nicht so in Ängste und Widerstände geht. Das ist auch ein Motto dieses Decks, dass es eine einfache Art und Weise ist, sich der Spiritualität anzunähern. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht so gelungen wie das Modern Witch Tarot. Es hat mir besser gefallen, dir auch. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Deck, das schlecht ist. Ich müsste mal ein bisschen damit arbeiten. Das werde ich jetzt ja tun, wenn ich mich mit den Taroskopen des kommenden Jahres beschäftige. Vielleicht mache ich auch mal ein Wochentaroskop mit den Karten, einfach um da ein bisschen reinzukommen. Und oft ist es so, dass man sich ein Deck ja auch erarbeiten muss. Ich bezweifle, dass das mit dem Mischen gut funktionieren wird, auch wenn ich ansonsten die Karten von der Rückseite, von der Aufmachung her wirklich sehr schön finde. Ja, wie klappt das mit dem Mischen? Nicht so gut, die Karten fallen gleich aus der Hand. Das passiert mit mir immer. Das Da stimmt. liegt es nicht an den Das Karten. stimmt, da hast du eigentlich recht. Ja gut, rückläufige Merkurzeit. Ihr merkt, es ist etwas wuselig hier, aber wir haben mal wieder es geschafft, ein kurzes Video Unboxing. zu drücken und zu boxboxen, ein Das Unboxing zu machen. beste Unboxing, das wir hatten, weil das ist das zweite und das andere hat nicht geklappt. Stimmt, das andere hat nicht funktioniert. Das war unser erstes wirkliches Unboxing. Und wir freuen uns, wenn ihr. Jetzt ist dein Satz dran. Ich habe ihn Ach vergessen. komm. Okay. Wenn ihr die Glocke aktiviert, uns abonniert und wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, müsst ihr die Glocke aktivieren. Ich sage jetzt nicht so, ne? Und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Sonst können wir es nicht, das nur nicht verbessern. Das stimmt. Ja, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns sicher bald wieder. Noch dürfen wir ja raus und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.